das war dann sozusagen die kleine MPU. Am Tag der Abschlussprüfung wurde ich ja das letzte Mal gecasht. Ja, guten Tacho, meine Eierköppe. Ich bin jetzt mal hier in der Walachei. Matsch geparkt. Ah, das fliegt gleich weg. Bin eben an Passmühle hier vorbeigefahren. In Strahlen. Bockhüsen hier. Jetzt fahre ich mal so ein bisschen hier rum. Ich habe gerade ein Päuschen gemacht. Aber irgendwie sitzt meine Jeans nicht richtig. Irgendwas ist hier nicht so ganz in Ordnung. Das war vorhin besser. Hier bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Jahre nicht mehr, glaube ich. So ein bisschen mal meine Heimat hier abklappern heute. Oh, mein alter Weg zur Ausbildungsstätte und Arbeit. Jetzt geht es hier Richtung Herrungen. Was hat denn da für ein Kasten? Der stand da früher nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja erwähnt, dass ich ja schon mal MPU machen musste, ne? Und ich habe mir ja mal gedacht, ich erzähle mal darüber, über die ganze MPU-Geschichte. Und wann musste ich MPU machen? Ja, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Klar, wann noch sonst? Ich war kurz vorher, also ein paar Monate vorher, war ich bei der Bundeswehr zur Musterung. Und da musste ich ja auch Reaktionstest machen und all sowas. Und das ähnelt sich sehr, also hier bei mir hat sich das sehr geähnelt. Den Reaktionstest, den ich dann da machen musste, war ziemlich identisch. Das Gerät war ziemlich das gleiche wie bei der Bundeswehr, also bei den MPU. Ich musste ja MPU machen, medizinisch, wie das Wort heißt, keine Ahnung mehr, ist schon so lange her, Gott sei Dank. Ich musste ja die MPU machen, weil ich ja weil ich so viele Punkte gesammelt habe, also zu viele Strafen, oder also wegen dreimal Fahren ohne Führerscheins. Und es gibt ja unterschiedliche MPU-Modelle, das dann einmal wegen, ja, weil du halt straffällig auffällig war es im Straßenverkehr, sag ich mal. Und dann gibt es ja die MPU, wenn du wegen Alkohol- oder Drogenmissbrauchs im Straßenverkehr irgendwas gemacht hast oder erwischt wurdest. Und ich musste ja das war dann sozusagen die kleine MPU. Die hat ungefähr, hier wurde ich übrigens früher mal geblitzt, habe ich direkt 2 Jahre Probezeitverlängerung bekommen. Wenn scheiße läuft, bleibt scheiße. Hier ist ja direkt 50 und du fährst ja einfach 70 bis da vorne meistens. Ich wollte halt schnell zur Arbeit. Mal, genau hier haben die mich geblitzt, die Schweine. Leck mich im Arsch! Also ich musste ja die kleine MPU machen, weil ich ja dreimal haben sie mich ja gecasht auf dem Roller wegen Fahren ohne Führerscheins und mit getuned und so ein Pipapo. Hier habe ich übrigens 10 Jahre lang gearbeitet. Hier bei Kühne. In Strahlenherrungen. Hier werden Gurken gemacht, also wenn Gurkensaison ist. Senf wird hier ganzes Jahr über gemacht. Rotkohl, Sauerkraut, solche Geschichten werden hier hergestellt. Ich denke mal, viele kennen bestimmt noch Kühne. Hoffe ich ja zumindest. Ja, war eine schöne Zeit eigentlich. Ich habe eine schöne Ausbildung hier gemacht. Konnte ich hier immer schön einkaufen direkt. Dann brauchte ich nirgendwo hinfahren. Und von hier aus dann direkt nach Hause Arsch lecken. hier Herrungen ist ein ganz, ganz, ganz kleines Kaff. Ein paar Freunde haben wir hier gewohnt. Hab immer noch Bekannte hier. Deswegen bin ich auch ab und zu mal hier. Und hier ist natürlich direkt die holländische Grenze. Da kann man schön Kaffee kaufen und was weiß ich nicht alles. Ist da so ein Fischladen noch. Kann man sich Fisch kaufen. Leuchtet ein, wenn da ein Fischladen ist, ne? Also ein kleines Dörfchen hier. Also sogar, das Ding ist größer als da, wo ich jetzt wohne. Hier wäre ich auch beinahe mal hingezogen.
von Strahlen beinahe mal nach Herrungen gezogen. War auch eine schöne Wohnung. Der Knackpunkt war nur, es gab keine Garage. Es gab so eine Gemeinschaftsgarage, da hätte ich mein Motorrad damals unterstellen können, aber da, ich wollte was Eigenes. Ich wollte nicht mit jemand irgendwas teilen, weil ich wollte ja auch schrauben und basteln und alles. Deswegen kam das für mich nicht in Frage. Ah ja, nochmal zum Thema MPU. Irgendwie habe ich mich gerade so ein bisschen verleiten lassen hier. ja, ich musste ja die kleine MPU machen. Und das war auch zu Karnevalszeit, wo ich den MPU-Termin hatte. Ich habe auch keinen MPU-Vorbereitungsgedöns gemacht oder so. Darauf habe ich ehrlich gesagt geschissen. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. In meinen Augen ist das sowieso nur Abzockerei. Aber gut, wenn sich jemand da unsicher ist und unwohl fühlt, soll er das eben machen. Muss ja jeder selber entscheiden. Meine MPU... Oh, was ist denn hier los? Baustelle. Ja gut, ich war schon echt lange nicht mehr hier. Ich musste die kleine MPU machen. Ich meine, die hat so um die 370 Euro oder sowas gekostet. So um den Dreh. Das war jetzt nicht so teuer. Also klar, alles, was du zahlst, ist irgendwo Geld, ne? Aber das war jetzt auch nicht sonderlich viel. Das war ganz kurios. Das war kurz nach... Ne, das war zur Karnevalszeit. Und da war irgendein Tag nach... Ich glaube, da war ein Tag nach Altweiber sogar. Genau, da musste ich nach Geldern. Da musste ich meine MPU machen. Und ich war pünktlich. Und ich hatte eine Psychologin, die kam zu spät. Denn die war natürlich Altweiber feiern. Die war noch... ich glaube, die war sogar noch halb besoffen. Also die war auf jeden Fall angeschlagen. Man hat gesehen und gemerkt, die wäre am liebsten zu Hause geblieben, die Frau. Das gibt eine Anzeige. Ja, ich sollte dann... Also ich musste... erst medizinisch mich untersuchen lassen. Blut abgenommen haben die jetzt nicht. Da war so ganz einfache Sachen. Also das war richtig banal. Also ich musste mich da jetzt nicht ausziehen wie bei der Bundeswehr, das nicht. Ich brauche mehr Details. Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Blutdruck gemessen und auf jeden Fall war das nicht so viel. Wo kommt der denn her? Und danach musste ich musste ich Reaktionstest machen, das war ziemlich genau fast das gleiche, also ein Teil auf jeden Fall, wie bei der Bundeswehr, da musste ich auch, da waren so Bildschirme, oder war ein Bildschirm mit mehreren Bildern und du musstest das zuordnen und was war richtig, was war falsch, und ich kannte das von der Bundeswehr, weil ich kurz vorher da war, und ich hatte das in Rekordzeit fertig und keinen einzigen Fehlerpunkt, und ich war richtig stolz darauf. Glückwunsch. Und dann kam ich dann irgendwann zu der Psychologin rein, zum Psychologiegespräch, und muss dann erstmal alles erzählen, warum bin ich denn zu schnell gefahren, blabliblub. Und hab dann so ein bisschen auch auf die Tränendrüse gedrückt, weil da genau das Jahr war, wo meine Großeltern gestorben sind. Also zwei gleichzeitig sogar noch. Und da habe ich dann auch ein bisschen nicht drauf geachtet. Also bin ich schon ein bisschen verrückt gefahren. Oder nicht ein Jahr, war sogar ein bisschen längere Zeit, ich sag mal vielleicht zwei Jahre. Auf jeden Fall ist das alles innerhalb meiner Ausbildung passiert, kurz vor der Abschlussprüfung. Wie gesagt, am Tag der Abschlussprüfung wurde ich ja das letzte Mal gecasht. Ja, und da habe ich dann alles erzählt und so, und habe ich auch gesagt, ich bin jetzt dann, das ist auch schon Jahre her gewesen, einige Jahre danach. Und weil ich bin dann keinen Roller mehr gefahren, wollte dann irgendwann mal einen Führerschein machen, den ich dann ja dann machen wollte jetzt. Und habe dann alles erzählt und sagt, ja, da glaube ich alles. Und das sieht auch soweit gut aus. Und dann sagte die, jetzt habe ich aber nur ein Problem. Ich sage, und welches haben sie denn dann? Sie waren bei den, nicht Wesenstest, das machen ja Hunde. bei den Reaktionstests oder die Tests, da waren sie zu gut und zu schnell, sage ich ja. Und wo ist das Problem? Ja, die lassen nur mit so und so solchen Fehlerpunkten durch. Dann musste ich den nochmal machen und sollte da einen Fehler reinbauen. Da habe ich die gefragt, was soll der Schwachsinn denn? Ja, das ist so. Das haben die so vorgegeben. Das ist kein Witz, was ich euch hier erzähle. Ich musste das Ding nochmal machen. Eigentlich sagte die Frau, normalerweise wären sie jetzt durchgefallen deswegen. Ich so, wie, ich bin durchgefallen deswegen? Ich konnte ja gar nicht glauben, ich war richtig fassungslos. Sag ich, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein. Sag ich, das ist doch gut, wenn jemand das so schnell kann und so schnell reagiert. Sagte, ja, das ist aber eigentlich unmöglich. Sag ich, ja, ich habe genau den Test bei der Bundeswehr gehabt. Da war genau das Gleiche, ich wusste genau, was war.
Ne? Dann habe ich da gesagt, dann sagte die, ja, dann machen sie den kurz eben schnell nochmal und dann machen sie einfach einen Fehler rein und dann ist das gut. Sag ich, das ist aber auch nicht richtig. Ne? Das ist auch nicht richtig, dass wenn jemand gut ist in der Sache und dann, ja, was heißt gut, ich kannte den ja, aber ist auch nicht schwer, da so ein paar offene Kreise da auszuwählen und so ein Scheiß. Auf jeden Fall war das ein sinnloser Kack da, den du da machen musstest. Und ja, musste ich dann eben nochmal machen, sollte dann einen Fehler einbauen. Oder ich glaube sogar zwei, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich musste auf jeden Fall, durfte ich nicht 100% korrekt sein. Und ja, dann durfte ich nochmal zu der Psychologin ran, sagte ja, alles klar, damit haben sie die MPU dann bestanden. Und dann habe ich erst die Papiere dann gekriegt, die ich dann, oder die haben die dann weitergeschickt. Dann konnte ich endlich meinen Führerschein machen, beziehungsweise die Prüfung. Hey, das war eine Scheiße. Weißt du, und das ging alles nicht lange. Und dafür ziehen die mir dann fast 400 Euro, kassieren die dann von mir für so einen Mist. Ja, hier bin ich früher auch öfters mal mit der Fitz lang gefahren. Tja, paar Schulkollegen, die hier gewohnt haben oder vielleicht sogar noch wohnen. Irgendwo hier. Da hinten ist Kühne. Da konnte ich dann immer, früher war, jetzt ist ja in so einem Lebensmittelbetrieb, ist ja alles eingezäunt und so. Und früher konntest du noch durch den, also konntest du noch hier durchfahren und da rechts war früher eine richtig geile Pommesbude und da hatten wir noch eine ziemlich lange Mittagspause sozusagen und hat es ja echt gelohnt, zur Pommesbude zu gehen und da zu essen. Also zu meinen Ausbildungszeiten war das noch so. Da bin ich da mit meinem Kollegen, der, mit dem ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, sind wir zur Pommesbude gefahren. Ja, da ist jetzt ein Zaun vor, da kommt man nicht mehr rein. Und ja, man hat sich eine schöne Currywurst reingepfiffen. Also Ausbildungszeit war super hier bei Kühne. Ja, und dann habe ich danach auch nochmal 7 Jahre in der Produktion mitgearbeitet. Irgendwie da ist glaube ich so ein Campingplatz und dann, ach, irgendwie noch so ein, da war ich auch schon mal ein Bierchen trinken, das war auch schon ein paar Jahre her. Ansonsten ist hier gar nichts in Herungen, ist alles tot. Dann gibt es noch Luisenburg, was dazugehört sozusagen. Die Tankstelle hier. Ja, da ist irgendwo der Holzmichel, da sind auch die Camping-Dinger und Schrebergarten, wie das heißt, das muss da sein. Hier ist der alte Kirmesplatz. Oder ist das noch der Kirmesplatz? Weiß ich gar nicht. Wenn hier mal Kirmes war, dann sind wir mal Strahler hingegangen und zum Eskalieren. Ja, immer lustig. Jetzt haben die hier so eine Bürgerallee gebaut für so Feierlichkeiten. Dann haben wir hier den Landgardring. Ja, so 2-3 schöne Kurven. Und früher war hier gar nichts bis vor ein paar Jahren. Da war hier alles Feld. Das steht hier alles noch nicht so lange. Ja, die Kurven, also die würden schon auch noch mehr Spaß machen. Kann ich euch sagen. Weil auch die Straße immer sehr sauber ist. Gerade jetzt hier die Kurve und die nächste Kurve. Aber hier darf man nur 50 fahren. Das ist natürlich die Scheiße. Ich hätte damals wirklich mit 125er direkt einsteigen und anfangen sollen. Dann hätte ich erstens viel früher meinen Motorradführerschein gemacht, den großen, und auch viel früher Autoführerschein. Aber irgendwie war ich da doof. Da, Leute. Mehr habe ich auch nicht heute. Ich hoffe, ich glaube, das wird ein kurzes und knappes Video. Definitiv nein. Und, boah, Leute, bleibt gesund. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da oder schreibt mal drunter. Mich würde mal interessieren, ob von euch mal einer dabei ist, der schon mal MPU machen musste. Warum auch immer. Ich habe den Scheiß ja auch hinter mir. Und wie ihr heute dann darüber denkt, vorausgesetzt, da ist mal einer jetzt, der dieses Video gesehen hat und sagt, jo, ich musste dann die MPU auch machen. Wie ihr da heute drüber denkt, über euer Handeln von früher. Ja, das würde mich mal interessieren. Ansonsten, Leute, da verhaltet euch relativ gesetzeskonform. So kleine Strafzettelche sind okay und kleine Ordnungswidrigkeiten vielleicht noch, aber aber ansonsten bleibt sauber, Leute. Und haut rein, ne? Wir sehen uns.